Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal um die Goldmarke. Ich schaue gerade hier nebenher noch, ob der Ton wirklich drauf ist. Ich habe gerade schon mal ein Video gemacht, da war der Ton nicht drauf. Das tut mir echt verdammt leid, Leute. Jetzt kommt das richtige Video. Was ich eigentlich im Video sagen wollte ist, endlich kann man in Amerika für die WoW-Marke auch Battle.net-Guthaben erhalten. Das heißt, ihr kriegt für eure WoW-Marke, ihr könnt ihr dann auswählen, wollt ihr Game Time oder wollt ihr Battle.net Guthaben. Ganz wichtig, das geht anscheinend auch mit den alten Marken, die ihr schon gekauft habt. Natürlich nicht, wenn ihr sie schon eingelöst habt, aber wenn ihr sie gekauft habt, funktioniert das Ganze. Und einen Moment mal kurz bitte. Ganz wichtig jetzt an der Sache ist natürlich, ihr seht hier, ich bin im Auktionshaus und ich kann keine kaufen. Warum kann ich keine kaufen? Irgendwie entweder als Blizzard gerade deaktiviert, was ich weniger glaube. Ich glaube eher, die Leute sind schon am Panikkaufen. Der Preis steigt auch von der Marke. War vorher bei, ich weiß nicht, ich glaube 114.000 Gold, ist jetzt schon bei 116.000 Gold und allzu lange ist die Information noch nicht draußen. Also, ja, ich bin eigentlich nur daran interessiert und wollte fragen, was oder wie findet ihr das, dass ihr jetzt Battle.net Guthaben dafür bekommt? In Amerika ist es anscheinend so, 15 Dollar kriegt man für sein Battle.net-Gedöns. Bin ich gespannt, wie viel Guthaben wir in Deutschland kriegen werden. Wie gesagt, hier ist es noch nicht aktiv. Trotzdem gibt es natürlich schon Panikkäufe, ist klar. Ich habe jetzt schon 3-4 Mal versucht zu kaufen. Ach was, mittlerweile ist es schon das 10. Mal vielleicht. Und ich kam immer noch an keine Marke ran. Also da ist wirklich ein richtiger Run drauf. Und ich wollte von euch wissen, wie findet ihr das? Ich finde es eigentlich gut, dass man jetzt nicht nur Game Time dafür kriegt, sondern noch was anderes Sinnvolles. Weil für Battle.net Guthaben kann man natürlich Charaktertransfers machen etc. Oder sich das neue WoW kaufen, das neue Add-on, wenn es dann rauskommt. Oder Legion, wenn man es noch nicht hat, aber Gold hat. Ja, finde ich eigentlich ganz cool gemacht. Schade, dass ich es jetzt noch nicht kaufen kann. Ich hätte mir gleich mal 10 Stück geholt. Aber ich glaube, der Preis wird halt dadurch extrem steigen. Was das mit dem Markt dann zu tun hat, was es ausmachen wird, man weiß es nicht. Das werden wir erst später, sage ich mal, sehen, wie das Ganze vorangeht. Ich schätze einfach mal, dass die WoW-Marke noch teurer wird in Deutschland, beziehungsweise im Raum Europa. Ich glaube, dass es noch richtig, richtig Gold kosten wird. Wie gesagt, Leute, nochmal, es tut mir wirklich sehr leid, dass es gerade nicht geklappt hat und ohne Ton aufgenommen wurde. Ich hätte euch das wirklich gerne direkt mit Ton rausgemacht. Könnt ihr echt Gift drauf nehmen. Naja, jetzt bin ich gespannt auf eure Antworten, was ihr davon haltet. Und bin auch gespannt, wie viele Marken ihr schon extra gekauft habt und ob es bei euch klappt. Also ich kriege keine einzige gekauft, ich muss hier immer eine Minute warten, dann klicke ich drauf, dann steht einfach nur da, es sind keine WoW-Marken mehr verfügbar. Ich gucke mal ganz kurz im Shop, hier immer noch 116.000 Gold, das heißt, ich könnte jetzt für 20 Euro 116.000 Gold bekommen. Wie gesagt, das will ich ja nicht, ich habe ja genug Gold, ich würde gerne so eine Marke kaufen. Aber ja, die ist einfach nicht verfügbar bei mir im Moment. So, das war's jetzt mit dem Video. Ich möchte euch nicht länger davon abhalten, selber versuchen, eine zu kaufen. Oder wie gesagt, mir einen Kommentar zu schreiben, wie ihr das Ganze so findet. Haut rein, ciao.